Ich zeige dir die besten Router, die du verwenden kannst, wenn du dein eigenes Smart Home daheim aufstellen möchtest. Die Fritzbox 7530AX. Die Wi-Fi 6 Version von Fritzbox, aber nicht die stärkste Version, sondern die Mittelversion. Es gibt auch noch die richtig starke Version, die Fritzbox 7590AX. Aber das hier ist die Version für Leute, die nicht ganz so viel ausgeben wollen, aber trotzdem viele Funktionen wollen. Als erstes schauen wir uns allerdings mal an, was du außerdem recht schicken Design, wie ich finde, und vor allem kleineren Design im Vergleich zur Fritzbox 7590, also die wiegt um einiges weniger, noch so für Anschlüsse mit. Du kriegst viermal LAN, WAN ist diesmal nicht dabei, du kriegst dann noch einen Phone-Anschluss, falls du dein Telefon anschließen willst, und noch einen DSL-Anschluss. Das heißt, auch die Fritzbox 75390AX kannst du als Modem perfekt benutzen. Dazu wird natürlich auch DSL Super Rectoring unterstützt. Das heißt, auch hier kriegst du bis zu 300 Mbit komplette Geschwindigkeiten. Die Deckstation ist hier auch schon integriert. Das heißt, wenn du ein schnurloses Telefon benutzen willst, kannst du das alles schön und simpel in der Software einstellen und brauchst hierfür nicht, wie es bei früheren Fritzboxen der Fall war, noch extra was einstellen. Was ich allerdings sehr schade an dieser Fritzbox finde, ist, dass die gerade einmal hier einen USB 2 Anschluss hat. Bei der Fritzbox 7590 hast du zweimal USB 3 Anschlüsse und hier konnten sie nicht mal einen USB 3 Anschluss machen. Und du wirst jetzt vielleicht denken, wieso ist das schade, eigentlich brauchen wir den ja eh nicht. Allerdings ist es nicht ganz richtig, denn mit der Fritz Software kannst du dein eigenes Server machen und dein eigenes Netzwerk. Wenn du dann USB 3 hast, kannst du eine schön schnelle SSD anschließen und das Ganze flutscht und du kannst von überall schön drauf zugreifen. Wenn du jetzt allerdings hier die USB 2 Geschwindigkeiten hast, kann ich nicht mehr wirklich empfehlen, dass du hier einen Server draus machst, sondern muss halt in dem Fall sagen, falls du einen Server willst, ist diese Fritzbox hier nicht geeignet. Wofür es hier wiederum geeignet ist, ist die Software generell von Fritzbox. Hier kriegst du alle Funktionen, wie du auch bei den Top-Modellen kriegst. Nur kommen die Updates manchmal ein bisschen später, weil die Top-Modelle es erst als erstes kriegen, dann ein bisschen später die hier und dann noch später die noch älteren Modelle. Die Geschwindigkeit ist, wie man es von Wi-Fi 6 erwartet, richtig cool. Aber es gibt auch ein, zwei Mankos, die man hier ansprechen muss. Zum einen kriegst du im 5 GHz Bereich 1800 Mbit und im 2,4 GHz Bereich 600 Mbit. Was erstmal sehr viel klingt, allerdings tun diese Werte sehr stark abnehmen, umso mehr du dich entfernst. Denn hier ist auch einer der Manko, die man bei der Fritzbox 75390AX wissen muss. Umso weiter du dich entfernst, umso schlechter wird die Reichweite. Das heißt, du kannst sie nicht vergleichen mit der Fritzbox 7590, die sogar bis zu zwei Stockwerke runterkommt, sondern wenn du ein großes Haus hast, kann es sogar schon sein, dass es, wenn du es nicht perfekt positionierst, nicht mehr alles in einem ersten Stockwerk unter dir erreicht. Ich habe es jetzt zum Beispiel in meinem Zimmer platziert, an der Ecke, und wollte dann bis zum Klo hingehen. Klar, im Klo ist nochmal ein bisschen schlechter der Empfang, aber dort kam es nicht hin. Und auch wenn ich in andere Ecken vom Raum gehe, ist die Stabilität vom WLAN sehr unterschiedlich. Wenn ich jetzt allerdings den Fritzbox schön in die Mitte von unserem Haus platziere, dann geht es auch das untere Stockwerk komplett. Das heißt, wenn du wirklich nur ein Stockwerk hast, und die Stockwerke nicht riesig ist, oder zwei Stockwerke, die relativ klein sind, die Fritzbox gut platzierst, wirst du überall gute Geschwindigkeit haben. Solltest du allerdings große Stockwerke haben oder du weißt, dass du sogar noch einen zweiten Stockwerk hast, dann wird die Reichweite hiervon wahrscheinlich nicht ausreichen und du brauchst Repeater oder andere Optionen. Dafür ist die Reichweite allerdings im nahen Modus richtig, richtig cool und vergleichbar mit der Fritzbox 7590AX für einen um einiges besseren Preis. Denn wenn ich jetzt im gleichen Zimmer drauf zugreife und auf mein Netzwerk dann von oben zugreifen will, komme ich nah an die 1 Gigabit Datenübertragung. Klar, es geht nur bei Daten, die schön groß sind und leicht zu übertragen, wie zum Beispiel Videodateien, aber damit komme ich tatsächlich auf so hohe Werte. Klar komme ich niemals auf die 1800 Mbit, weil der hat nur einen 1 Gigabit Anschluss. Dann wird es ganz schwer, auf einen Server zuzugreifen, der einen 10 Gigabit Anschluss hat, wenn hier nur ein 1 Gigabit ist. Aber diese 1 Gigabit kann ich gut benutzen. Auch die 600 Mbit im 2,4 GHz kann man recht gut benutzen. Du wirst niemals auf 600 Mbit vollkommen, sogar wenn du direkt daneben bist. Allerdings, wenn du dich im gleichen Zimmer befindest, kannst du zwischen 400 und 500 Mbit gut ausgehen. Auch wenn ich dir hier empfehlen würde, die 5 GHz Version zu nehmen, wenn du dich im gleichen Zimmer befindest. Wenn du dich jetzt allerdings im gleichen Stockwerk befindest und sagen wir mal zwischen 5 und 10 Meter entfernt befindest, dann kannst du immer noch zwischen 300 und 400 Mbit hoffen und im 5 GHz sogar noch ein bisschen mehr. Allerdings, umso mehr Wände dann dazukommen, umso weiter die Reichweite ist, umso schlimmer hier wird wirklich das Erlebnis. Und das ist auch der Knackpunkt von dieser Fritzbox und auch, wieso sie wahrscheinlich billiger ist als die Fritzbox 7590, weil die Antennenstärke nicht so stark ist und damit auch die Reichweite nicht so dolle ist. Wenn das allerdings jetzt nicht dein Hauptproblem ist und du eh kein so riesiges Haus hast oder in der Wohnung wohnst, ist die hier richtig cooles Budget und du kriegst so viel für das Geld, dass ich sie dafür empfehlen würde. Die Fritzbox 7590 und wieso ich finde, dass du sie immer noch in 2023 gut benutzen kannst, obwohl ich selber noch andere Fritzboxen daheim habe, nutze ich diese doch schon öfters
Und die Gründe wieso erzähle ich dir jetzt. Los geht es mit dem Design der Fritzbox. Das Design ist einer der Vorteile und auch Nachteile der 7500, denn es ist ein recht großes Design. Im Vergleich zu der Fritzbox 7530 kann man auch sehen, ist um ein großes Stück größer geworden. Und der Vorteil davon hier ist auch einfach die Geschwindigkeit und die höhere Reichweite, weil sie können einfach mehr reinmachen. Aber fangen wir doch einfach mal an mit, was du hinten kriegst. Und zwar kriegst du hinten 4 LAN-Ports, das sind alles 1 Gigabit LAN-Ports. Allerdings aufgepasst, es kann sein, dass die am Anfang im Green-Modus sind, dann sind so 100 Mbit-Modus, einfach in die Software reingehen, Haken wegmachen, dann klappt das Ganze auch wieder perfekt. Dazu gibt es noch diesen Warnknopf. Im Normalfall wirst du ihn wahrscheinlich benutzen als einen extra LAN-Knopf, das kannst du auch in der Software konfigurieren. Oder du kannst es auch einfach als Warn benutzen, wenn du das brauchst. Dazu gibt es, und das ist noch eher ein Relikt, aber Fritzbox hat es einfach mal mit dazu gemacht, du kriegst das Phone S, damit kannst du eine Deckstation anschließen. Dann kriegst du noch 2 weitere Phones, die kannst du für analog benutzen, falls du wirklich noch ein sehr altes Handy hast oder einfach Kabelhandy bevorzugst. Und das Wichtigste, falls du es als Modem benutzen willst, kriegst du ja auch noch DSL, was natürlich Super Vectoring unterstützt. Das heißt, du kannst bis zu 300 Mbit kriegen, falls es denn dein Anbieter auch unterstützt. Hier zum Beispiel bei uns kriegt man bis zu 100 Mbit. 2 weitere Geheimwaffen hat die Fritzbox dann allerdings immer noch. Du kriegst 2x USB 3 und das ist wirklich sehr cool, falls du zum Beispiel einen eigenen Miniserver aufsetzen willst mit SMB. Heißt, du tust einfach hier eine schnelle SSD reinmachen, Fritzbox erkennt die, du machst noch 3-4 Knöpfe in der Software und schon können in deinem ganzen Haushalt alle auf diese SSD zugreifen. Das ist ein cooles Feature, wenn man sich nicht zu sehr damit auseinandersetzen will und einen eigenen Server baut, so wie ich, sondern einfach Plug-and-Play haben möchte. Die Software von der Fritzbox 7590 ist immer die neueste, da es auch noch ein Top-Modell von Fritzbox ist. Das heißt, wenn du dieses Modell kaufst, kriegst du immer das neueste Update ganz schnell da. Das ist auch cool, gerade weil Fritzbox öfters mal neue Features rausbringt, wie zum Beispiel Smart Home Features, die ich gerne und auch gut benutze. Die Geschwindigkeit der Fritzbox sind im 2,4 GHz 800 Mbit und 5 GHz 1700 Mbit. Also eigentlich eine recht hohe Geschwindigkeit. Allerdings sind es natürlich Optimalfälle, die du nicht kriegst. Das heißt, man könnte ja jetzt argumentieren, okay, eigentlich müsste ich ja diese Werte kriegen, wenn ich direkt neben dem Fritzbox bin und da einen Laptop habe. Aber nicht mal dann kriegst du diese Werte. Dennoch, wenn du dich jetzt zum Beispiel 1-2 Meter entfernt bist, denn ich habe zum Beispiel die Fritzbox in meinem Zimmer, sodass ich immer schnell mit dem Laptop drauf zugreifen kann, dann kommst du nahe an diese Werte dran. So ist es gut möglich, im 2,4 GHz zwischen 500 und 600 Mbit zu kriegen, wenn du nahe dran bist. Umso weiter du weg gehst, umso mehr schrinkt es natürlich, aber viel schlimmer ist es nochmal im 5 GHz. Dort kriegst du im besten Fall 900 Mbit. Wahrscheinlich kriegst du auch noch mehr, allerdings ich habe meinen Server, oder eher gesagt, da du hier nur 1 Gigabit LAN-Anschlüsse hast, kannst du auch nur höchstens bis zu 1 Gigabit auf den Server zugreifen. Also war hier auch einfach die Kapazität von meinem Test erreicht, denn wie soll ich das denn schneller machen? Das geht ja irgendwie gar nicht. Dafür lohnt sich allerdings 5 GHz immer noch, wenn du dich ein bisschen weiter entfernst. Das heißt, wenn du bis 5 bis 10 Meter entfernt bist und immer noch im gleichen Raum, wird 5 GHz im Normalfall schneller sein, hat auch eine bessere Response-Time im Vergleich zu 2,4 GHz. Sobald du dich allerdings einen Stockwerk nach unten begibst oder einfach auch in andere Räume, zeigt 2,4 GHz hier seine wahre Stärke. Denn im Vergleich zur Fritzbox 75390 kriegst du hier eine bessere Reichweite und auch eine bessere Geschwindigkeit in mehreren Räumen. Das heißt, ich habe einfach mal beide Fritzboxen nebeneinander geschlossen und geschaut, wo kommen sie hin und wo ist der Empfang. Bei der Fritzbox 7590 ist mir aufgefallen, sogar bei 2 Stockwerken habe ich noch ein bisschen Empfang. Das heißt, in dem einen Stockwerk und drunter habe ich komplett überall Empfang. Im zweiten Stockwerk habe ich noch ein bisschen Empfang, das ist dann schon ein bisschen wackelig. Aber in dem unter mir kriege ich immer noch Werte zwischen 200 und 300 Mbit, was auf jeden Fall gut genug ist, weil wir haben ja eh nur 100 Mbit hier und kann die ganzen Daten auch noch schön empfangen. Was ich allerdings schade finde, was diese Fritzbox nicht mit dabei hat, ist ein zweites Netz. Das heißt, es gibt manche Netzwerke, die 2x 2,4 GHz oder 2x 5 GHz haben. Der Vorteil hiervon ist, du kannst zum Beispiel sagen, dass ein Gerät exklusiv dein 5 GHz Netzwerk nutzt, die anderen Geräte das andere 5 GHz Netzwerk, damit du optimale Geschwindigkeit hast. Oder auch für ein Gastnetzwerk ist es eine recht coole Sache. Kriegst du hier leider nicht, dafür musst du dich von einem Repeater-Modell von Fritzbox informieren. Alles in allem kriegst du allerdings wirklich eine Menge fürs Geld, kriegst Top-Features, kannst sogar einen Mini-Server draufbauen und die Geschwindigkeiten passen auch gut. Deswegen würde ich sagen, wenn du 2023 noch ein Top-Modell willst, dann kannst du dir dieses hier anschauen. Mit dem Netgear RAX 120 kriegst du nicht nur einen Wi-Fi 6 Router, welcher 2 4,8 GB Stream unterstützt, sondern du kriegst auch noch ein schönes Raumschiff dazu. Aber lass uns doch mal auf die Geschwindigkeiten kommen, denn hier spielt dieser Router wirklich seine Stärken aus. Zum einen kriegst du einen ganz normalen Wi-Fi Stream mit 2,4 GHz, welcher 1,2
Gigabit pro Sekunden im Optimalfall unterstützt. Klar, diese Optimalfälle kriegst du nicht. Im Normalfall kriegst du 800 bis 900, wenn du sehr nah dran bist. Und wenn du weiter weg bist, kriegst du noch zwischen 400 und 500. Aber wo er dann auch wirklich seine Geschwindigkeiten ausspielen kann, gerade wenn du zum Beispiel einen Anschluss hast, der mehr als 1 Gigabyte übertragt für eine NAS, ist, wenn wir in den 5 GHz Bereich gehen und den mit Wi-Fi 6 kombinieren. Denn dadurch kann er Geschwindigkeiten von bis zu 4,8 Gigabit pro Sekunde erreichen. Klar, auch diese Geschwindigkeiten wirst du niemals sehen, aber realistischerweise, und was ich getestet habe, wenn du jetzt einen Server mit 2,5 Gigabyte verbindest, kannst du Geschwindigkeiten von bis zu 1,5 Gigabit Grad zu erwarten, wenn du sehr nah dran bist. Das heißt, du kommst tatsächlich über die 1 Gigabit Schwelle und das finde ich natürlich sehr cool. Und wenn du ein bisschen weiter weg gehst, sagen wir mal, du gehst aus dem Raum raus, aber die Tür ist noch offen, kriegst du schon noch 1 Gigabyte. Und je nachdem, umso weiter du weggehst, umso rapider tut ja auch die Geschwindigkeit abnehmen. Klar, das ist auch so die Eigenschaft von 5 GHz. Aber wenn du sehr nah dran bist und dich sogar im gleichen Raum befindest, kannst du damit gute Geschwindigkeiten erreichen, die sogar für ein NAS gutes Erlebnis reichen. Also zum Beispiel, wenn du deinen eigenen Server hast, kannst du sehr schnell auf die Dateien zugreifen. Dazu habe ich ja vorher schon erwähnt, du kriegst zweimal 4,8 Gigabit pro Sekunden. Das heißt für dich, du kriegst zwei 5 GHz Netzwerke und die kannst du mit unterschiedlichen Vorteil nutzen. Zum einen könntest du zum Beispiel sagen, die Geräte, die wirklich immer die beste Geschwindigkeit brauchen, das sollten im Normalfall nur 1 oder 2 Geräte sein, die kriegen eine separate 5 GHz Leitung nur für sich. Das ist gerade zum Beispiel für einen Laptop sehr cool. Wenn du da noch langsamer Geräte hast, wie zum Beispiel Handys, dann sagst du dort, die alle anderen Geräte sollen sich ein weiteres 5 GHz Netzwerk teilen. Oder natürlich kannst du auch ein 5 GHz Netzwerk für Gäste machen und ein 5 GHz Netzwerk für dich. Also die Optionen sind sehr gut. Und ich finde auch sehr cool, dass man eben 2 5 GHz Netzwerke benutzen kann. Dazu kriegst du hier noch 12 simultane Streams. Das ist so ein kleiner Vorteil dadurch, dass man Wi-Fi 6 bekommt. Es können mehrere Geräte simultan kommunizieren. Und dadurch, dass du hier doch schon ein recht großes Paket kriegst und die dir wirklich die besten Features auch bringen wollen, kannst du bis zu 12 simultane Geräte gleichzeitig kommunizieren lassen. Das heißt, du kannst gut 60 Geräte verbunden haben, die dann dort kommunizieren, zum Beispiel ein paar Smart Home Geräte, und das reicht mit 12 simultanen Streams mehr als aus. Und das ist auch eben ein großer Anwendungszweck von diesem Router. Wenn du viele Smart Geräte hast oder generell viele Geräte, sagen wir mal, du hast 5 Familienmitglieder, die alle noch ein Handy haben, dann haben sie vielleicht noch eine Alexa oder was auch immer, dann ist das jetzt sehr praktisch, da die Geräte dann gut kommunizieren können und auch keine Stau im Netzwerk verursachen, was dann wieder zu Latenzen führt. Dazu kriegst du allerdings natürlich noch ein paar Anschlüsse mit diesem Router. Du kriegst 4-mal ganz normal LAN, wäre allerdings auch noch ein kleines Feature besitzt, und zwar kannst du diese 2 LAN-Ports hier zu einem zusammenschließen, das heißt, du kannst sie aggregaten, und der Vorteil hiervon ist, wenn du jetzt einen weiteren Router hast, der das auch unterstützt, kannst du 2 LAN nach unten führen und kriegst somit ein 2 Gigabit pro Sekunden Netzwerk, was für ein NAS schon noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit bedeutet. Aber wenn du jetzt schon einen schnellen Anschluss hast oder ein schnelles LAN, kannst du auch diesen Multigig benutzen, der bis zu 5 Gigabit pro Sekunde geht und dir auch schon sehr viele Geschwindigkeiten gibt. Und ich würde sogar sagen, 10 Gigabit ist nicht wirklich notwendig, da du hier im besten Fall eh nur 1,5 Gigabit pro Sekunde ausnutzen kannst, aber es ist sehr gut zu sehen, dass es höher als 1 Gigabit pro Sekunde geht. Dazu kriegst du dann noch 2x USB 3, die kannst du nutzen, wenn du ein kleines NAS-Netzwerk machen möchtest oder generell, wenn du einfach was verbinden möchtest. Und natürlich noch ein kleiner Power-Button, falls du es aus- oder anmachen willst. Was dazu auch noch dabei ist, was mir jetzt persönlich nicht so gut gefällt, aber bei so einer großen Kiste wohl einfach notwendig war, sie haben hier noch einen Mini-Lüfter integriert. Die gute Nachricht ist, dieser geht fast nie an. Du hast ihn einmal beim Starten, geht er manchmal recht schnell an, oder wenn du wirklich ein sehr warmes Klima hast, sagen wir mal, drin sind jetzt schon die 30 Grad erreicht, draußen die 35 Grad, dann kann es doch schon mal sein, dass der Lüfter an ist. Aber im Normalumfeld, wenn du jetzt, sagen wir mal, 25 Grad im Zimmer hast, wird dieser Lüfter auch nicht angehen und dich irgendwie stören. Das heißt, auch in der Nacht, wenn du schlafen willst, ist dieser Lüfter im Normalfall aus. Auch die Software von dem RAX 120 hat ein bisschen was zu bieten. So kriegst du zum einen WPA 3, das heißt den höchsten Sicherheitsstandard. Dazu gibt es noch einen Gastzugang, der extra nur für Gäste bestimmt ist und das auch wieder ein paar Sicherheitsvorteile besitzt. Du kannst den USB 3 mit einem eigenen Software da drin benutzen, um es als Speicher zu benutzen. Und du kannst auch noch einen VPN integrieren, um dadurch dein ganzes Netzwerk zu schützen. Was ich allerdings jetzt noch abschließend sagen möchte, ist, dass das hier kein Modem ist, sondern wirklich nur dafür geeignet ist, wenn du bereits ein Modem besitzt. Das heißt, wenn du zum Beispiel bei irgendeinem Internetanbieter einen Vertrag abschließt, dann senden die dir immer schon einen Router mit dazu. Und diesen Router verbindest du dann per LAN mit diesem Router hier.
dann wird das deine Hauptstation. Aber das DSL-Kabel wäre von einem Hausanschluss kommt, das muss erst in einen anderen Router reingehen, da das hier eben kein Modem ist. Mit der Fritzbox 7510 kriegst du eine leichtere Version von der Fritzbox 7530 AX. So kriegst du hier weniger Anschlüsse und nur 2,4 GHz, aber dafür kriegst du einen wirklich sehr guten Preis mit all den gewohnten Features, die man von der Fritzbox kennt. Aber lass uns mit dem wichtigsten Feature anfangen von der Fritzbox 7510, und zwar, dass Wi-Fi 6 unterstützt wird. Das heißt, auch wenn du kein 5 GHz Netzwerk kriegst du trotzdem ein 2,4 GHz, weil es Wi-Fi 6 unterstützt und somit bis zu 600 Mbit pro Sekunde schnell sein kann. Natürlich sind es Idealwerte und die wirst du auch im echten Leben nie erreichen, aber du kannst gut zwischen 400 und 500 Mbit pro Sekunde bekommen, wenn du recht nah bist. Und sogar wenn du dich noch ein Stockwerk unten weiter befindest, kriegst du zwischen 250 und 300 Mbit pro Sekunde. Und ich würde sogar behaupten, das ist genug für die Zielgruppe, wäre sich diese Fritzbox hier holen. Denn diese Fritzbox kann mit DSL höchstens bis zu 300 Mbit pro Sekunde unterstützen. Hier bei mir daheim kriege ich sogar nur 60 Mbit pro Sekunde, also um einiges weniger. Und das sind Werte, die kriegst du wirklich im ganzen Haus, sogar wenn du nur einen Balken im WLAN hast. Und auch bis zu 300 Mbit, wenn du es voller ausnutzen kannst, kriegst du noch um ein Stockwerk unteren. Und wenn du jetzt doch mal sehr weit weg bist, kriegst du vielleicht nicht mehr die ganzen vollen 300 Mbit, aber kommst trotzdem noch nahe heran. Und dafür, dass das Ganze nur um die 80 Euro kostet, du kannst dir übrigens den besten Preis in der Beschreibung unten suchen, ist es doch ein wirklich cooles Angebot. Dennoch, ich kann die Fritzbox 7510 nicht nur loben, sie macht auch wirklich ein paar Abschnitte, die dir bewusst sein müssen. Zum einen kriegst du im Vergleich zur 75300 hier gerade einmal einen LAN-Anschluss anstatt vier LAN-Anschlüsse. Gerade wenn du zum Beispiel noch mehrere Repeater benutzen möchtest, dann musst du noch einen Extra-Switch kaufen und hast du nicht einfach alles schon integriert. Und diese Abschnitte gehen dann auch weiter zum USB-Anschluss, denn dieser ist nur USB 2.0, das heißt, du kannst jetzt kein relativ schnelles NAS-Netzwerk damit aufsetzen, sondern es wird recht langsam sein. Ich denke allerdings wiederum, dass wenn du dir diese Fritzbox kaufst, du nicht wirklich im Bereich bist, dir einen NAS selber aufzusetzen, denn du hast ja einfach ein paar Nachteile. Zum einen ist 5 GHz sehr cool für ein eigenes NAS, da wenn du zum Beispiel dich mit einem Laptop sehr nah an so einer Fritzbox befindest, du die 1 Gigabit bekommen kannst, aber das kriegst du mit dem 2,4 GHz nicht, dafür brauchst du das 5 GHz Netz. Und das ist auch gut so, Fritzbox muss ja auch irgendwie noch größere Produkte machen, die irgendwas besser können, aber es ist auch immer schön zu sehen, dass es gute Einsteigermodelle gibt. Und du kriegst eine Menge an Zubehör dazu. Du kriegst einmal ein LAN-Kabel mit 1,5 Meter, ein DSL-Kabel ist auch mit dabei, bis zu 4 Meter. Und wenn du ein Telefon anschließen willst, kriegst du einmal einen analogen Telefonanschluss und du kannst natürlich auch digitale Telefone überdeckt verbinden. Auch beim Design sind sie sehr klassisch geblieben. Es sieht wirklich fast identisch zu der Fritzbox 75390 AX aus und man würde den Unterschied eigentlich gar nicht erkennen, außer eben, dass es weniger LAN-Ports besitzt. Und deswegen finde ich sie wirklich gut und solltest du später mal ein besseres WLAN brauchen mit 5 GHz, kannst du jederzeit noch einen Repeater anschließen.